Das Google Pixel. Jedes Jahr aufs Neue kontrovers. Doch dieses Mal ist alles anders. Neues Design, eigener Prozessor, größere Kameras und Akku. Die Erwartungen sind so hoch wie noch nie. Ich konnte das Pixel 6 und 6 Pro dank Mobilcom Debitel bereits weit vor Marktstart für euch testen. Dafür vielen Dank. Bei ihnen bekommt ihr alle aktuellen Smartphones mit einer freien Netzauswahl. Dieses Mal gibt es sogar die Bose 700 für Vorbesteller kostenlos mit obendrauf. Die sind allein schon 300 Euro wert. Bei Mobilcom Debitel findet ihr immer attraktive Preise und Angebote, egal ob online auf md.de oder in einem der über 500 Shops überall in Deutschland. Das Pixel 6 Pro ist in meinen Augen ein Beispiel für exzellentes Produktdesign. Obwohl die Form simpel ist, erkennt man sie sofort. Anstelle die Kamera, wie die meisten anderen, in eine Ecke zu quetschen, sitzen sie hier in einem Balken, der die ganze Rückseite umfasst. Das eliminiert nicht nur Wackeln auf dem Tisch, sondern spart auch wertvollen Platz im Gehäuse, weswegen das Pixel 6 Pro trotz des enormen Akkus relativ schlank sein kann. Das Gefühl in der Hand ist weich und edel, aber etwas generischer als frühere Pixel. Gorilla Glass Victus auf beiden Seiten ist äußerst kratz- und bruchfest, außerdem gibt es eine IP68-Zertifizierung für zeitweisen Wasserschutz. Mir gefallen alle Farben, wobei das graue Modell dann noch die unspektakulärste Option ist. Man sieht schnell Fingerabdrücke und Staub, weswegen ich mir das matte Glas der früheren Pixel-Smartphones zurückwünsche. Der Vibrationsmotor ist leise, aber schön stark und untermalt die Software mit Klicken und Wackeln. Da die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf untereinander auf der rechten Seite sind, kostete es mich etwas Gewöhnung, den richtigen Knopf zu treffen. Ich wünschte, eine der Tasten wäre geriffelt. Das Pixel 6 Pro hat das größte Display in einem Pixel jemals und erfüllt alle wichtigen Punkte. 6,7 Zoll, feinstes OLED mit super scharfer Quad HD Plus Auflösung, dezenter Wölbung an den Seiten und adaptiver Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hertz. Die Displayränder waren beim Pixel 5 rundherum symmetrisch, das ist jetzt aus unerklärlichen Gründen nicht mehr so. Der untere Balken ist etwas breiter als die anderen Seiten, dafür wurde das Loch der Frontkamera geschrumpft und in die Mitte verschoben. Ich mag dieses Display sehr gerne und hatte mega viel Spaß auf Social Media, beim Videos schauen oder einfach nur sinnlosem in Android 12 herumscrollen. Nur zwei Dinge sind ausbaufähig. Die Helligkeit ist durchschnittlich. Ich kenne den genauen Wert nicht, würde aber auf 800 Nit tippen. Und der Weißwert kippt bei schräger Betrachtung ungewöhnlich schnell in Richtung Pink. Endlich ist auch Google auf einen Fingerabdrucksensor im Display umgestiegen und die Position von dem finde ich ideal. Es ist leider keine Ultraschalltechnik, sondern ein optischer, nicht die schnellste, aber eine flotte Erkennung und sie war vor allem verlässlich. Stereo-Lautsprecher gibt es auch und die werden so krass laut, dass sie sogar schon ein bisschen verzerren. Im normalen Rahmen klingen sie aber schön voll, klar und überraschend dreidimensional. Google geht dieses Jahr zum ersten Mal einen mutigen Schritt und hat einen eigenen Smartphone-Prozessor entwickelt. Tensor. Normalerweise können sich Hersteller das nicht unbedingt leisten, einen Prozessor extra für das Smartphone anzupassen. Und der Vorteil besteht vor allem darin, dass man ganz genau steuern kann, was das Smartphone braucht und was eben nicht. Google sagt, Benchmarks fangen die wahre Stärke von Tensor nicht ein. Gemacht habe ich aber natürlich trotzdem welche und über 60% mehr Leistung bei der CPU und über 370% bei der GPU im Vergleich zum Pixel 5 sind schon ordentlich. Der Snapdragon 888 ist ein bisschen stärker bei der CPU, aber hat die schwächere GPU. Man kann sich das ein bisschen wie ein Maßanzug vorstellen. Der passt halt genau einer Person und der dafür wie angegossen. Ein Smartphone von Google mit einer Software von Google und einem Prozessor von Google, dem 12 GB RAM zur Seite stehen und 128 oder 256 GB UFS 3.1 Speicher. Das Pixel 6 Pro fühlt sich auffällig flüssig und schnell an. Apps öffnen unmittelbar und bleiben gefühlt für immer im Hintergrund offen. Alle Animationen laufen butterweich in 120 Hertz und von denen gibt es viele in Android 12. Oh, Android 12. Ich war Teil der Beta-Phase und habe mich mit jedem Update etwas mehr verliebt. Der Überbegriff lautet Material U und steht dafür, dass sich das Farbschema der Software komplett auf das Hintergrundbild anpasst. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern bis ins letzte Detail. Alle optimierten Widgets, Apps, die Schnelleinstellungen und sogar die Tastatur bekennen Farbe. Man kann das begrenzen oder sogar ganz ausschalten, aber das macht dann halt den Witz kaputt. Es geht darum, dass jedes Smartphone individuell zu seinem Nutzer passt. Außerdem ist nun alles viel eindeutiger, schöner und mit deutlich mehr Animationen versehen. Es gibt ein Privatsphäre-Dashboard, das anzeigt, welche App auf was zugegriffen hat. Apps schließen jetzt auf ihre Symbole und wie viel schöner die Widgets jetzt sind. Auch wie das Display aufwacht, alles sieht so lebendig aus. Die Google-Services
Services greifen Hand in Hand. Was soll ich sagen? Für mich ist das die beste Software, die ich jemals gesehen habe und ich wünsche sie mir einfach auf jedes Smartphone. Aber was genau macht der Tensor-Prozessor nun anders? Er hat wieder die durchgängige Offline-Musikerkennung, die ich sehr schätze. Vor allem aber kann er richtig gut mit Sprache. Man kann sich für alle Videos Untertitel und übersetzte Untertitel anzeigen lassen. Chats können in egal welcher Sprache erkannt und übersetzt werden auf Knopfdruck. Sogar Texte im echten Leben können mit der Kamera vor euren Augen übersetzt werden. Und das Beste daran, das alles passiert offline, auf dem Gerät. Das Pixel kommt mir deswegen smarter als andere Smartphones vor und es ist natürlich super praktisch im Ausland. Ja, und dann ist da noch mein Favorit, die Diktierfunktion, die unglaublich schnell, genau und sogar intelligent geworden ist. Lasst mich es euch zeigen. Ich kann jetzt neu doppelt auf das Mikrofon klicken und dann ist es durchgängig aktiv. Wie geht es dir? Fragezeichen. Senden. Das heißt, ich muss nicht mal irgendwas drücken. Ich kann einfach so mit meinem Smartphone reden und es chattet und die andere Person denkt, dass ich das alles getippt habe. Senden. Und wenn ich mich verschreibe, sage ich einfach am Ende löschen. Das Pixel 6 ist das erste Android-Smartphone, was ganze 5 Jahre lang Updates bekommt und das an Tag 1 und man kann an der Beta-Phase teilnehmen. Die Zeit wird zeigen, ob es nur Sicherheitsupdates sind oder wirklich große Software-Updates, aber da es das erste Smartphone mit dem Linux-Kernel 5.10 ist, wäre es theoretisch möglich, wirklich Software-Updates bis Ende 2026 zu bekommen und das macht es tatsächlich auch zum sichersten Smartphone auf der Welt. Sprechen wir endlich über das berühmteste an einem Pixel-Smartphone, die Kamera. Viele Menschen sagen bis heute, dass das Pixel 5 die besten Fotos macht. Ich persönlich bin keiner dieser Menschen, denn so schön und zuverlässig der Look auch ist, man merkt das fortgeschrittene Alter der Technik. Jetzt gibt es gleich 3 neue Sensoren. Der wichtigste ist der Samsung GN1 mit 50 Megapixel und 1,8er Blende. Er ist beinahe doppelt so groß wie früher und 4-mal so scharf. 150% mehr Licht als das Pixel 5 kann erfasst werden. Ihm zur Seite steht eine neue 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 4-fach Periscope Zoom mit 48 Megapixel. Ich habe die Sensoren recherchiert und so ganz taufrisch sind sie leider nicht mehr. Der IMX386 steckte zuletzt im 4 Jahre alten Mi Mix 2. Und der von der Telekamera ganz genau so im S20 Ultra, der ist aber auch schon 2 Jahre alt und steckte davor im OnePlus 7. Doch Google hat in der Vergangenheit schon eindrucksvoll gezeigt, dass Software die eigentliche Magie ist und der Tensor-Prozessor hat auch hier seine Finger im Spiel. Kurz gesagt, die Hauptkamera ist wahnsinnig gut. Die Fotos ultrascharf, extrem rauscharm und wirken typisch für ein Pixel sehr lebendig. Es ist ein charakteristischer Look, mit dem vor allem Tiere und Menschen besonders gut aussehen. Pixelbilder sind intensiv, klar und immer wenn ich sie Leuten zeige, sind die schwer beeindruckt. Ganz besonders von den Nachtfotos. Das Bokeh vom großen 50-Megapixel-Sensor kann sich sehen lassen, aber auch hier nutze ich den Porträtmodus lieber als anderswo, weil die Kantenerkennung so gut ist und man sie sogar im Nachhinein auf ein Bild anwenden kann. Der Ultraweitwinkel ist leider das schwächste Glied der Kette. Am Tag und so ganz allgemein sieht er top aus. Dieselben schönen Farben und alles, aber man merkt, wie er mit schlechtem Licht zu kämpfen hat. Außerdem, und ich dachte, ich sehe nicht richtig, er hat keinen Autofokus, heißt keinen Makromodus und die Bilder vom OnePlus 9 Pro sehen deutlich besser aus. Eine unnötig verschenkte Chance. Auch die Selfie-Kamera ist sehr weitwinklig und hat keinen Autofokus. Sie ist gut, aber auch hier würde mehr gehen. Dafür ist dann der Zoom umso besser. Weil die Hauptkamera so scharf ist, kann man bis zu 3-fach ziemlich brauchbar zoomen und ab 4-fach greift dann die Periscope-Linse und die sieht bis 8-fach scharf aus. Mit maximal 20-fach digitaler Vergrößerung kann man sogar den Mond fotografieren, auch wenn das nicht so ansehnlich wie bei einem Galaxy S21 Ultra ist. Ich weiß am Pixel Zoom besonders zu schätzen, dass er von den Farben und Kontrast im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbar zur Hauptkamera aussieht. Auch merkt man ihm überhaupt nicht die relativ kleine 3,5er Blende an. Weil Fotos meist besser als Videos aussehen, hat Google hier dieses Jahr ordentlich nachgelegt. Maximal 4K mit 60 FPS sind möglich, HDR wird unterstützt. Man kann sogar zwischen unterschiedlichen Stabilisierungen wählen. Das ist eines der wenigen Smartphones, das ich neben einem iPhone nicht verstecken muss, denn ich finde die Videos wirklich schön. Doch die Kamerasoftware von Google endet nicht beim Auslösen. Dunklere Haut wird dank Real Tone akkurater eingefangen als anderswo. Mit dem magischen Rasierer klicke ich eine Person oder Objekt an und Tensor erkennt, was gemeint ist und entfernt es vollständig, beeindruckend und halt wirklich praktisch. Wenn das Pixel Gesichter erkennt, fotografiert es außerdem mit 2 Kameras, denn sollte ein Gesicht verwackelt sein, kann es dann mit der 2. Kamera die Daten ersetzen.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass der Zoom und die Hauptkamera tatsächlich meine Favoriten aktuell im Smartphone-Bereich sind, der Ultraweitwinkel aber noch Luft nach oben hat. Beim Akku hingegen stopft Google dieses Jahr so viel rein wie nur irgendwie möglich. 5000 mAh, das ist so viel wie im Galaxy S21 Ultra oder Mi 11 Ultra. Ich ging mit der Erwartungshaltung heran, dass die Akkulaufzeit von den beiden geschlagen wird und vielleicht sogar die des iPhone 13 Pro Max. Ich meine, hallo, ein eigener Prozessor, der muss ja effizient sein. Nun, ich wurde erstmal enttäuscht. Ich kam zwar immer durch einen Tag, aber immer nur so mit 25% am Ende und maximal 4 Stunden Displaynutzung. Das ist alles andere als gut. Ich habe wirklich ewig gesucht und getestet. Liegt es am Display? Vielleicht liegt es am Standby? Vielleicht liegt es an 5G? Ist es irgendein Bug und bald kommt ein Update und die Akkulaufzeit ist mega gut? Also folgender Deal. Ich werde einen Kommentar unter diesem Video anpinnen und dort immer die aktuelle Akkulaufzeit reinschreiben. Somit bekommt ihr immer ganz frische, akkurate Werte. Heute habe ich zum Beispiel noch 70% bei 2 Stunden Displaynutzung. Das ist eigentlich ziemlich gut, aber an anderen Tagen sah es eben nicht so rosig aus. Es ist ziemlich durchwachsen. Aufgeladen wird mit 30 Watt in 30 Minuten auf 50%. Google scheint darauf mächtig stolz zu sein, aber es ist halt genauso schnell wie früher. Ich will an dieser Stelle betonen, dass ein OnePlus 9 Pro in 27 Minuten komplett auflädt und ein Xiaomi 11T Pro sogar in 17. Das ist natürlich deutlich beeindruckender und praktisch obendrein. Wireless lädt es am neuen Pixel Stand mit 23 Watt, also schneller als die meisten, aber auch hier habe ich schon mehr gesehen. Umgekehrtes Wireless Charging habe ich wie immer gerne. Mit Updates wurde die Akkulaufzeit bei früheren Pixeln oft noch spürbar verbessert. Ich will also nicht ausschließen, dass das hier wieder passieren kann. Fazit: Mit dem Pixel 6 Pro spielt Google zum ersten Mal alle seine Karten voll aus. Design, Software und Kamera. Ja, ich würde sagen, die Kamera ist die beste, vom Ultraweitwinkel abgesehen. Und die Software sogar mit deutlichem Abstand meine liebste. Und wir wissen ja nicht, was da noch alles mit Updates kommt, was vielleicht noch alles in Tensor drinsteckt. Aber das mit Abstand Beste am Pixel 6 Pro ist sein Preis. 899 Euro. Das ist deutlich günstiger als die vergleichbare Konkurrenz. Und das Pixel 6 mit schlechterem Display und ohne Zoom kostet sogar nur 649 Euro. Und damit ist es das Smartphone, was ich Freunden und Familie empfehlen würde. Aber das Pro, so sehr ich es auch lieben möchte, ihm sitzt die Konkurrenz schon wirklich im Nacken, allen voran das OnePlus 9 Pro. Doch wenn Google jetzt die Akkulaufzeit mit Updates in den Griff bekommt, dann wird das hier ein großer Erfolg und das wünsche ich mir auch.